Aufregender Tag heute. Es wird mal Zeit, ein bisschen wieder das Haus zu verlassen, ne? Ich habe ja schon mal so ein bisschen Aufklebegeschichte gehabt hier auf dem Arm. Einige haben es ja schon ganz Zeit gefragt in den Kommentaren, ne? Jetzt ist es soweit. Der Termin ist da. Ich lass mich hier mal was drauf tackern, ne? So mein Creator Code oder sowas. Creator Code, hey Stunny. Nein, aber wir gehen mal raus, ne? In die wilde, weite Welt und gucken mal an, wie das aussieht. Ich bin mega, mega gespannt. Aber ich nehme euch natürlich mit. So, dann nehmen wir mal wieder mit. Und ja, bin mal gespannt. Hat irgendeiner von euch schon Erfahrung mit der ganzen Geschichte, Leute? Habt ihr vielleicht irgendwie was selber? Kommst du auch mit? Okay, die kommt auch mit. Ne? Und jetzt raus aus der Hütte. So. Hammer, ne? So, jetzt ist es soweit. bin wirklich aufgeregt. Bist du aufgeregt? Nee. Nee, die ist nicht aufgeregt, Leute. Ich bin aufgeregt und das reicht ja. Ne, bin mal wirklich gespannt. Wird auch ein paar Stunden dauern. Mal gucken, ob ich da filmen kann. Wenn nicht, dann seht ihr das Ergebnis von hier auf dem Ding, ne? Was da drauf ist. Zeichnung ist drauf, ne? Dann kommt das hier so. Den ganzen Arm. Bin mal gespannt. Kleiner Zwischenstand. Sieht doch schon mal ganz solide aus, ne? Hat auch so einen 3D-Effekt jetzt, weil es geschwollen ist. Ja, ne? Leute, schaut mal. Sie kann sich sehen lassen, finde ich. Also ich bin zufrieden damit. Was sagst du? Ja, sieht gut aus. Du siehst auch gut aus. Dankeschön. Und schon fertig, Leute. Also, ich finde, das sieht sehr gelungen aus. Sieht auf jeden Fall nice aus. Bin mal gespannt, wenn das so ein bisschen abhält. Ich denke mal, ich warte noch so ein, zwei Tage vielleicht, um euch dann nochmal den besseren Stand zu geben, ohne das ganze Pflaster. Aber ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Bin mal gespannt. Und ich erkläre euch auch, warum, was dahinter steckt, logischerweise. Ne? Mach ich ja nicht einfach nur so drauf oder so. Also wird noch ein paar Tage dauern, aber da ist jetzt immer noch das Pflaster drauf. Da muss jetzt noch ein paar Tage drauf bleiben, damit natürlich keine Verunreinheiten reinkommen und so weiter. Sieht jetzt natürlich auch sehr, sehr gewellt aus, aber ich bin trotzdem mega zufrieden damit. Ich bin richtig, richtig glücklich eigentlich. Sieht nice aus, hat auch eigentlich kaum wehgetan. Also ne, es ist so, als ob jemand mit einer scharfen Nadel ganze Zeit eigentlich über die Haut kratzt, aber lässt sich alles vollkommen aushalten. Und ich finde, das Tattoo-Studio hat es auch echt gut erklärt, war mega sympathischer Tattoo-Artist, hat alle, ne,
alle Wünsche umgesetzt, hat auch die eigene Skizze erstellt und hat es auch echt gut gemacht, finde ich. Ne? Dann wird das so auf einem blauen Pauschpapier, sage ich mal, drauf gemalt erstmal, ne? Und dann wird das so auf die Haut geklebt. Das ist das, was ihr gesehen habt, mit der blauen erstmal mit der blauen Farbe. Sieht so ein bisschen aus, als ob man mit einem Kugelschreiber drüber gegangen ist. Und dann fängt das auch an, hat alles erklärt mit den Nadeln. Also wirklich mega, mega gut gemacht. Bin mega zufrieden mit den. Hat er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice gemacht. Hat es jetzt auch insgesamt, ja, 3,5 Stunden hat es gedauert mit der Konzeptzeichnung, die er dann noch ein bisschen gemacht hat, als ich da vor Ort war. Und natürlich hat das Ding auch eine mega tiefe Bedeutung, Leute. Das ist richtig deep und so weiter. Das stellt das Schwere meines Lebens dar. Oder ist ein geheimes Secret von Fortnite. Nein, Spaß. Ist ein bisschen klischeehaft vielleicht, ne? So die Bedeutung, die ich dahinter sehe. Aber ne, wenn man einen Pfeil abschießt, dann fliegt er immer nur geradeaus. Er geht immer nur geradeaus. Natürlich kann er auch irgendwie mal an Kraft verlieren oder so. Und dann sackt er ab oder fällt runter oder vielleicht knallt er auch irgendwo gegen irgendein Hindernis. Aber dann schnappt man sich den Pfeil nochmal und dann schießt man den nochmal ab. Vielleicht in eine andere Richtung. Ne? Vielleicht muss er jetzt nicht mal in die gleiche Richtung fliegen. Aber dann fliegt er wieder weiter. Und genauso ist es auch im Leben. Ja, genauso habe ich es immer auch im Leben gemacht. Mit YouTube, mit meinem Kanal. Ne, habe ich immer in eine Richtung bin ich immer in eine Richtung gegangen. Ich habe nicht zurückgeblickt. Ich habe meine Entscheidung nie bereut. Ich habe das, was ich mit YouTube aufgebaut habe, mit Twitch. Ne, das war das Beste in meinem Leben, was ich jemals machen konnte. Und da bin ich immer mega glücklich mit. Und auch da bin ich, genauso wie im Fall, immer weitergegangen, immer vorwärts. Manchmal verliert auch da natürlich auch da irgendwie die Kraft oder man verliert die Motivation. Ne, oder man knallt gegen irgendein Hindernis und man kommt nicht weiter. Dann deswegen suche ich dann immer neue Gelegenheiten, um in eine andere Richtung vielleicht zu fliegen. Und deswegen wundervoll. Und natürlich sieht es auch einfach cool aus. Das sieht geil aus. Also ich finde es mega nice, ne? Ich finde es mega, mega cool und mir gefällt es auch natürlich, hat auch natürlich auch was mit der Optik zu tun, ne? Keine Frage. Logischerweise, Leute, wenn ihr jung seid, solltet ihr natürlich gut überlegen, so ein Tattoo, ne? Ist es fürs Leben. Das bleibt da jetzt für immer. Kannst du nicht einfach abkratzen oder drüber malen oder mit einem Edding oder was auch immer. Gut überlegen, ne? Und keine dummen Sachen drauf tätowieren, ne? Also, die ihr irgendwie bereuen wollt, 5-mal überlegen oder was auch immer. Ne? Sollte auf jeden Fall wohl überlegt sein, die Entscheidung und... Besonders keine Namen. Was sagt ihr, was habt ihr so für Tattoos? Ne? Ich weiß, dass viele, viele auch Tattoos haben. Irgendwelche Körperstellen werden schon geschmückt. Schreibt mal runter in die Kommentare, was für Pfirsiche und sonstige Körperstellen schon tätowiert wurden. Würde mich mal mega interessieren. Auf der rechten Seite findet ihr vielleicht noch ein weiteres Video. Dann gebt mir Flosse. Flapp!